Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Gut. Ich will auch, glaube ich, nochmal mit Kale wegen Pate reden. Den habe ich ja letztes Mal kalt gemacht, beziehungsweise habe ich dem guten Kraton geholfen, ihn zu erledigen. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal da kurz hin. Vielleicht hat er nochmal ein, zwei Wörtchen zu sagen dazu. Letztes Mal, glaube ich, sagte er irgendwas bei Kraton, so, ah, endlich ist dem Verbrecher sein rechtes Urteil, also so sein rechtes Dings zuteil geworden, was weiß ich, sein Schicksal zuteil, naja, ihr wisst schon. Aber ich glaube, dass er und Pate so unter einer Decke stecken, vielleicht zeigt er jetzt sein wahres Gesicht. Ja, ja. Sag was zu Kraton, bitte. Okay, nee, er sagt gar nichts mehr dazu. Warum auch immer, also ich schätze wirklich, dass er und Pate sich kennen, denn, ja, er deckt ja nicht umsonst jemanden, der so offensichtlich so ein bisschen dubios und zwielichtig ist. Naja, ich kann nicht mehr dazu sagen, da müsst ihr den Joe fragen, der ist der Lore-Meister. Der Meister der Lore. So, Dalle, dann will ich doch mal noch ein bisschen was ablegen, glaube ich. Nee, nicht, verbrennen will ich hier gar nichts. Manche Leute wollen einfach nur die Asketenfeuer brennen sehen. Den Spinnenzahn. Irgendwann werde ich den mal testen. Ja, Rikards Degen, da wollt ihr mich immer wieder drauf bringen, aber ich sag nee. Nee. Den mag ich einfach nicht. Das kann eigentlich alles weg. Auch Zweihandwaffen. Auch diese Krallen. Ich. Hopsala, was habe ich jetzt weggelegt? Ich hab's echt versucht, Leute, aber es ist. Es ist echt nicht meins, diese Waffenart. Ich komme damit nicht klar. Bei aller Liebe, ich komme damit nicht klar. Geht nicht. Was hat denn der nochmal für Anforderungen? Wie ging das Info? Meinte. Ne, sieht man hier nicht. Ja, Brugger, du musst die Taste. Ja, muss ich. So. Spinnenzahn. Ja, das ist halt mehr so eine PvP-Waffe, nicht wahr? Warte, ich werde gleich noch ein paar Seelen mampfen. Ich brauche noch. Oh, das waren zu viele. Viel zu viele! Ich brauchte ja nur irgendwie 7000 noch oder so. Ich brauchte nur noch 7000. Oh Mann, Leute, ich bin schon Level 190. Das gibt's doch gar nicht. Nehmen wir nochmal Vitalität. Ja, seht mal, das bringt voll viel. Noch 20 Punkte. Ja, aber 20 Punkte sind besser als nichts, ne? Sag ich mal. Okay. Dann, wo wollte ich hin? Ich wollte zur Irdenspitze. Nee, nicht zur Irdenspitze. Zur Lichtsteinbucht, Zeldora. Das ferne Feuer. Ja, da werde ich jetzt nämlich noch zwei Asketenleuchtfeuer verpulvern und mir noch zweimal den guten Bernhard abholen. Nicht Bernhard, Benhard. Benhard. Ne, so heißt der. So, ich hoffe mal, ich lock damit jetzt nicht irgendwelche Penises noch mit an. Lass mal da durch. Ah! Au. Natürlich locke ich die mit an. Wo ist denn Benhard? Hallo? Nee, heute ist nicht so mein Tag, Leute. Oh, oh. Hallo? Ach, du bist das. Oh, Leute, die Killerbutzen, wo sind denn die? Ach, stimmt, ich hab ihn ja schon... Ich muss ja erstmal das Leuchtfeuer intensivieren. Indem ich da so ein Stückchen... Wie? Oh! Bin ich eben erschrocken? Da kommt so ein Typ hier angelaufen. Deswegen... Oh Leute, bin ich eh mal erschrocken. Ihr glaubt das gar nicht. Ich bin voll zusammengezuckt. Was getan ist, ist getan. So, danke. Darf ich? So, ich wollte ja die Armschienen wechseln, weil... Oh oh. Da sind die Schweine wieder, ne? Die Riesenschweine. No. Gebt euch erstmal meine Herz allein, ne? Wisst ihr? Wisst ihr? Ich glaube, die machten jetzt nicht den höchsten Schaden, den man sich hier vorstellen kann, aber es reicht, glaube ich. Oh, ich habe ja die Handschuhe raus, warte mal. Den Handschuh, die Pyromantieflamme habe ich raus. Ja, halt die Backen. Halt die Arschbacken. Ich frage mich echt, wie soll ich meine Pyromantie noch steigern? Ja, moin. Ich war schon weg, du Schweinefürst. Ich
steck dir in den Arsch. Guck mal, das macht ja überhaupt nichts. Alter. Kranke Viecher. Göttlicher Segen. Göttlicher Segen. So, jetzt muss ich da irgendwie am Zelt vorbei, ohne dass die ganze Bande hier mitkommt. Und muss den guten Benhard beschwören. Ich weiß, das könnte ich viel schneller machen, wenn ich erstmal alles cleare. Oh, nö. Ja, ja. Die Sau gehört mir. Die Sau dir. Au. Na gut, die sind ein bisschen harmlos, aber... So knuffig. Die sind so knuffig. Guck mal, die Schweinchen. Aua. Ja, ihr wollt's nicht... Vielleicht wisst ihr das nicht, aber so ein Keiler... So ein richtiger Waldkeiler, also so ein Wildschwein. Die sind ultra gefährlich, Leute. Da würde ich eher vor so einem Vieh Respekt haben als vor einem Bären. Der wahrscheinlich in der Regel gar nicht so angriffslustig ist. Wie so eine Sau hier. Also wenn die ihre Schweinchen verteidigen, ihren Wurf, dann ist gefährlich. Und nein, ich bin kein Förster oder so. Das ist nicht wieder lustiges Berufe-Raten. Es ist halt, ja, ich weiß sowas einfach. Glaube ich, dass es zumindest stimmt. Ich glaube, das stimmt. Oh, bist du getroffen worden von deinem eigenen Stein? Das tut mir aber leid, jetzt kriegst du einen Pfeil ins Gesicht. Gut, dass das so viel Schaden macht, merke ich gerade. Aber ist ja auch egal, Hauptsache du stirbst. Oh, hi, Benny. Na, Benny, wie geht's? Schon lange nichts mehr von dir gehört. Kommt jetzt Freya wieder hoch? Oder Freya? Ich schätze mal ja, oder? Oh, 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 wolltest du gerade ausweichen? Wenn du runterfällst, Kerle, ne? Ich sag's dir. Nein. Benny. Ja, der hält das schon aus. Oh, der mamscht da noch richtig schön rein. Das magst du, ne? So, Benny, mein Freund. Wir machen mal weiter. Wir machen weiter. Ich warte nur ganz kurz, ob mein Gamepad vibriert. Das tut es nicht. Wahrscheinlich, weil die Spinne schon tot ist. Unten im Loch. Und ich lebe. Au. Du Arsch. Ja, ich weiß. Arsch. Lieblingswort. Oh. Lass Benny in Ruhe. Hat dir nichts getan. Ich bin der Böse. So. Ja, Fackeln. Mit Forken und Fackeln wollen wir sie verjagen. Ich muss mir echt langsam mal wieder Feuerpfeile kaufen. Es wird Zeit, dass ich ins Schloss Stranglake komme, Leute. Das muss. So, warte mal. Die Spinnen kommen ja... Die kommen ja nicht, wenn ich mich an der Nase kratze, sondern nur, wenn ich diese Kiste öffne. Die hier. Die böse Kiste. Die Kiste des Todes. Vorher sind die ganz lieb, glaube ich, ne? Ich hoffe es doch. So, Benny, du bist hinter mir, ne? Das ist fein. So, ich bräuchte echt mal ein neues Schwert. Irgendwas, was ich schwingen kann, so ein bisschen. Was macht denn nochmal die Drachenklinge hier? Das habe ich jetzt weggepackt, ne? Das geschwungene Drachengroßschwert. Aber ich habe doch diese andere, dieses zwei... Ja, egal. Habe ich nicht mehr. So, warte mal. Ich glaube, bei denen war das Feuer ganz gut, nicht? Ja, ich habe mir erstmal die... Warte. Flammenwaffe drauf und dann hau ich direkt meine Flammenschneise rein. Sollte ja wirken. Und das mache ich danach nochmal. Wahrscheinlich soll ich es drin lassen. Ich lasse das drin. Ist ja auch super interessant, ne, wenn ich das mache. So, hat gut was abgezogen. Oh, oh. Aha. Schön aufspießen. Hast du gerne. Einer weniger. Schießt euch gegenseitig ab mit den Blitzen. Sollst du nicht. Sollst du nicht. Sollst du nicht. Du Fischgesicht. Autschen. Autschi bautschi. So. Aber fein gemacht, Benhard. Aber fein gemacht. So. Titanit. Oh, eine Scholle kriege ich da. Das ist ja feini fein. Feini fein. So, das Ganze jetzt nochmal ganz schnell.
Oh, ich glaube, ich beschwimme ihn jetzt und laufe einfach weg, oder? Geht das? Hätte ich irgendwie sowas wie ein, ja, wie so ein Diebesring. Aber hat man hier, glaube ich, gar nicht so ein Pendant dazu. Dann würde ich den jetzt einfach schön hier beschwören und dann weg. Also, wegschleichen, besser gesagt. Was getan ist, ist getan. Oh, hi. Hast eine hübsche Maske auf. Aber ich sehe kein Stroh. Na, gibt's bestimmt. So. Beschwören! Ah, Bernhard! Ich hoffe, du bist flink auf den Füßen und kommst mir nach. Eieieiei! Eieieiei! Aha. Ist ein Problem. Benny, kommst du? Komm, Benny, lass die Pfeifen in Ruhe. Die sind böse. Oh, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Was der auch mit Schaden macht. Alter Schweden. Oh, erstmal schön malträtieren. Guck mal, die hauen dem Benny ganz schön was rein, du. Die Pfeifen. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich euch verhaue, wenn ihr meinen Freund wehtut. Tut ihm nicht weh. Ist mein BFF. Best friend forever. Oh. Sag mal, die sind hier richtig auf 180. Warum mache ich dem Vieh keinen Schaden? Aber er macht richtig. Göttlicher Segen, ist schön. Bauernhut, ja, sehr stylisch. Ach, guck mal, der gute Benny ist schon fast tot. Alles überlebt dann noch, komm. Einfach ein bisschen anstrengen hier und dann läuft. Dann läuft. Ja, man muss halt auch bedenken, es wird immer schwieriger. Es ist ja immer ein New Game Plus. Plus, Plus jetzt schon. Oder? Ist schon ganz schön happig geworden. So, ich nehme mal wieder Dual Wield. Mache ich da vielleicht auch ein bisschen mehr. Oh, oh. Oh. Hatte ich den nicht erwischt? Na gut, der hat mir voll ins Kreuz geschlagen, der andere, aber... Stirb! Sehr gut. Oh, Leute, das wird ein bisschen knapp bei der Versammlung. Da muss ich mich ganz schön ranhalten, dass ich da den Benny mit durchziehe. Na komm. Oh nein. Hau ihn nicht. Jawohl. Gemeinsam kriegen wir alles hin. Oh Mann, das wird so knapp. Das wird so knapp. Aber ich krieg das. Ich schaff das mit ihm. Ich hoff's wirklich. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal machen. Das wäre sau ärgerlich. Ja, ich weiß, ist jetzt ein bisschen repetitiv, dieses Video, aber es muss ja auch gemacht werden. Ist ja nicht so, als mache ich das aus Bosheit. So, ja, jetzt zeige ich euch extra das Langweilige, weil macht mir mehr Spaß. So. Aber hopp. Muss laufen jetzt. Oh. Das war nicht so. So. Du musst überleben, Bernhard. Du musst es schaffen. Alter, guck mal, was das hier. Die kleinen Mistkerle. Lass, Benny. Jawoll. Benny! Benny! Hast du super gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Benny ist cool. So, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit Bernhard. Gehen wir doch mal zum Schrein des Winters. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf den Verrotteten, ganz ehrlich. Ja, da finde ich das letzte Mal Luketil, aber trotzdem. Oh nein, bitte nicht, jetzt nicht kommen irgendwie. Ihr Viecher.
Ja, danke. Weil ich will die ein bisschen vorantreiben, die Questline von Benhard. Der wird dann nämlich dort abgeschlossen sein, auch im Schloss. Ich meine, ich kann ihn noch später beschwören und wahrscheinlich noch einige interessante Gespräche mit ihm führen. Das werde ich auch tun. Aber das ist natürlich dann die Voraussetzung, die ich ja jetzt erfüllt habe. Das kaufen will ich nichts. Ich will... 18 Intelligenz braucht das Teil. Oh, die Glocke. Die Glocke. Soll ich? Nee, ich möchte mir nicht die Rüstung zuerst. Das ist Priorität. Deswegen kriege ich auch die ganze Zeit so auf die Schnauze hier, weil ich so blöde Rüstung anhabe, die nichts taugen. Noch nichts. Okay. Hoffen wir mal, dass der Schrein des Winters zugänglich ist. Oh Leute, das Schloss von Dranglake. Schön. Das Schönste überhaupt für mich. Also ich finde es das schönste Gebiet. Also natürlich noch mit dem Schrein danach. Schrein von Aldia. Das ist einfach nur ein Wahnsinn, das Teil. Okay. Ich habe manchmal hier so richtige Lags, habt ihr gesehen? Das waren jetzt locker so 2 bis 3 Sekunden Standbild. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe nicht, dass meine Grafikkarte das verursacht. Aber ich schätze eher mal, dass es so ein bisschen an der Online-Funktion des Spiels liegt. Das hatte ich nie, wenn ich offline gespielt habe. Nie. Geh mir nicht auf den Nerv da hinten. Bleib weg, nein. Ach, du bist ja auch noch da. Roter Junge. Bist verrückt? Kannst du nicht schlagen, den roten Jungen. So, bin ich mal gespannt, ob ich überrascht bin. Habe ich 2 Millionen Seelen? Danke übrigens nochmal für die Aufklärung. Da kommen sie. Ja, man braucht im ersten Durchlauf 1 Million, im zweiten 2 Millionen und dann geht die Tür auf. Und ich denke mal, im New Game Plus Plus sind es dann 4 Millionen. Immer das Doppelte. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr kommt so oder so auf euren Seelenlevel, denn, ja gut, man kann auch mit Soul Level 1, aber dann macht es wahrscheinlich nicht so viel Spaß hier. Schätze ich mal. Ja, Emerald macht sowieso Soul Level 1 alles, von daher ist das ja... ist das was anderes. Du Sacklaus. Du Sackbeutler. Ja, ne? Merkst du selbst. Ein göttlicher Segen. Guck mal, der zurückwetzt. Nein, er geht zu weit. Okay, du musst dran glauben. So gern ich die Heideritter eigentlich auch mag. Aber der hat vielleicht noch was Schönes für mich. Guck mal, den kann ich rumschieben. Nee, leider nicht. Oh oh. Oh. Ihr seid ja netten. Garstige Hobbits sind das. Au. Au. So, was hast du? Eine Heide. Ich dachte, die haben noch andere Rüstungsteile dabei. Oh Mann. Habe ich jetzt Mist gebaut und die droppen das nur manchmal und ich hätte für die Kappe anziehen sollen? Das weiß man nicht. Mist. Also, ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht. So, mir fällt auch ein, ich muss nochmal ins Eisenschloss und muss dort eigentlich auf den Kirchenturm oben, den Sonnenturm. Und, also ich muss nicht, aber ich möchte. Ich möchte mir dort das Set des irren Kriegers farmen. Oh, der Regen hier. Es ist so schön, Leute. So, ich weiß, dass ihr jetzt wieder kommt. Ja. Seid die Besten. Ah, komm, ich schnell die nachladen. Das ist doch nicht normal. So schnell kann keiner eine Armbrust nachladen. Da brauchst du erstmal den Kraftaufwand für das Teil, dass man da den Bolzen reinzieht in die Sehne. Also den Bolzen an sich nicht, aber die Sehne zu spannen ist ganz schön schwer. Manche haben ja auch eine Kurbel gehabt, Armbrüste. Die waren dann ein bisschen schwieriger noch. Du müsstest auf mich zulaufen. Ja, macht's. Ja, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Also Armbrüste sind schon eine krasse Sache. Die haben auch Rüstungen durchschlagen. So hart wurden die gespannt. Shanalot. Mein Schatz. Your soul is still frail and pallid. If you proceed regardless, your fate will be more terrible than mere life or death. But I will not stop you. If that is your heart's desire. Dass du mich stoppst, das ist mein Herzenswunsch, ja. Aber wenn sie wirklich die Alte ist vom Anfang, brr. So stehe ich dann doch nicht auf Omis. Nee, gar nicht. Na, wann schießen sie eigentlich, diese Säcke? Irgendwo steht da jetzt einer und schießt gleich auf mich. Ich sehe ihn nur noch nicht.
da ist er doch. Sind da rote Phantome? Da ist ja ein roter. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt habe ich Giftpfeile geschossen. War nicht so clever, aber... Alter Schwede. Ist er vergiftet? Nee. Jetzt ist er vergiftet. Ja, ich würde noch langsamer trinken. Was ist denn du da? Das ist doch der Kolben von Smaug. Oder? Naja gut, ziemlich kleine Variante davon, aber... Rüger Bogen ist feige. Ja, ist. Oh, Drakenaufseher Kriegshacke. Die sieht ja schick aus. Mhm. Drakenaufseher Kriegshacke, ein extrem robuster, pechschwarzer Kriegshammer. Riesige Krieger wachen über den Schrein bereit, seinen Bewohner zu verteidigen oder allen, die sich als würdig genug erweisen, Eintritt zu gewähren. Aha, warte mal, was hat denn der für Stats? Oh, ne, ist zu weit. Stats, 40 Stärke braucht er, aber 200 Grundschaden, das ist schon, ne? Bisschen schwer, das Teil. Hätte mir mal eben 30% Gewicht draufgehauen, aber ich meine, wer es mag. Oh, hallo. Oh, guck mal, die halten gar nicht so viel aus, wie ich jetzt dachte. Ich dachte, ihr habt mehr. Also Resistenz und so. Lebensenergie, alles. Na, guck mal, die vergiften ja schon halb auf dem Weg zu mir. Ja, ich weiß, Bogen und so, ne, aber... Ich muss doch nicht überall Risiko machen und überall gleich draufpreschen und sagen, oh, ich bin der größte Schwertkämpfer. Bin ich nicht, das weiß ich. Deswegen mache ich das so. So, seht ihr? Ohne Gefahr, ohne Stress. Warum schwer machen, wenn man es auch einfach erledigen kann? Ich irgendwas bei Zombie gelesen, da hat ihm auch jemand gesagt, du bist so blöd, du hast überall Bogen benutzt. Ja, bei einem Boss hat er Bogen benutzt, da ist er gleich blöd. So. Down. Und gleich das Teil hier angefachelt, gefackelt. Oh nein, die sind ja zu dritt. Waren die sonst... Die sind zu viert. Waren die nicht immer zu zweit hier? Oh nein. Alter Schweden. Seid ihr gar noch sauber oder so? Ihr seid doch nicht ganz dicht. Oh, die treffe ich nicht mal. Geil. Geil, seid ihr geil. Ja, bringt ein bisschen was. Ja, Hauptsache hast du mich noch treffen lassen. Das ist nett von dir. Also nicht treffen, sondern zuschießen. Zuschießen lassen. So, der müsste eigentlich ausreichen. Nee. Reicht nicht. Reicht nicht. Ihr Penner. Oh, das war super. Ich sterbe. Na, nicht ganz. Komm, haut zu. Ich weiß nicht, ob's... Boah, da kommt hier noch einer. Alter. Alter. Geh mal weg, du. Junge. Sag mal. Ihr seid ja auch spitz, ne? Wie Lumpi, du. Spitz wie Nachbars Lumpi. Das reicht jetzt aber, oder? Ja, reicht. Schön. Aber aushalten tun die auch nicht viel. Oh je. Wann kommst du jetzt wieder? Ich habe deine Freunde fertig gemacht. Und dich mache ich auch fertig. Oh. Jetzt reicht's. Wahrscheinlich, weil das Tor noch nicht richtig auf war. Das ist ein guter Kerl. Königsschwert Gamaschen. Königsschwert Kämpfer, muss man sagen. Eieieiei. Machen die mir einen Stress hier? Ne? Kommen sie hier was? Die sind so spitz hinter mir her. Ich glaub's gar nicht. Große Verbrennung und Feuersamen. Great Combustion. Ja, das ist ein sehr beliebter Zauber. Also jetzt nicht wirklich im PvP. Und die Leute hassen einen auch dafür, wenn man den nutzt, glaube ich. Ja, es ist wirklich so. Das ist so der Noob-Skill-Spell. Who are you? And by whose permission do you stand before me? Ich bin die Yuria.
This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? Na klar, was ein. Ne. Mein Eindringen war beabsichtigt. So, ich rede mal schnell mit ihm durch. Auf jeden Fall, ich würde schon mal die Folge beenden an dieser Stelle, Leute. Ein Like, ein Kommentar, ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir gehen das nochmal kurz durch, dass ich bei ihm einkaufen kann. Geht das jetzt schon oder muss ich erst dafür mit einer Chandra? Ne, ich kann jetzt schon kaufen. Ja, ich kaufe mir auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal so 200 Pfeile hiervon. Wo waren nochmal die Feuerpfeile? Waren die nicht... Oh, da habe ich schon 800. Ne, Quatsch, habe ich gar nicht. 180, ich könnte mir 800 kaufen, haha. Ach komm, ich kaufe mal so bis... Ja, komm. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls Teil 2.